Einen schönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und ja, wir haben Tag 42, 5 Uhr. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir heute Hordentag? Das werden wir wahrscheinlich erst um 8 Uhr rausfinden. Deswegen werden wir uns trotzdem nochmal kurz auf den Weg machen zum Krankenhaus. Da hatte ich ein bisschen vorgearbeitet. Da würde ich ganz gerne nochmal reingucken. Bisschen Essen zu trinken haben wir dabei. Wegtüch. Oder ein bisschen was lasse ich noch hier. Das macht sonst keinen Sinn. Das warten wir nochmal ab. 8 Uhr, es kann natürlich sein, dass wir um 8 Uhr die Meldung kriegen, hey, heute ist Hordentag, dann müssen wir dann schon wieder zurückfahren. Lustigerweise, nach der letzten Folge, das habt ihr natürlich nicht gesehen, weil ich ja sagte, Spaßeshalber, als ich in der letzten Folge dieses Problem hatte, ne, von wegen, ja, so gestorben und dann hin und her schleichen, pipapo, war tatsächlich nachher hier abends ein Wolf. Der hatte sich hier verheddert, hier in den Spikes. Zum Glück ist er gestorben und ich konnte ihn dann halt fachmännisch entsorgen. Ja. Und hat mir dann frischen Fleisch gebracht, deswegen habe ich dann hier auch gekochtes Fleisch und Schinken mit Eiern habe ich zum Glück. Ja. Also ich war gar nicht so verkehrt mit dem Gedanken, dass hier auch Wölfe kommen können, beziehungsweise dass hier vielleicht eine Wolfsrudel durchgezogen ist. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich der einzige Wolf gewesen sein, der sich hier irgendwie so hier verheddert hat. Die anderen sind wahrscheinlich alle weitergezogen, zum Glück. Mehr oder weniger. So, hier ist alles in Gange, hier ist alles in Gange. Achso, hier hat er noch Stahlgerüste gebaut, richtig. Ich hatte hier auch noch ein paar Glaskrüge. Normalerweise wollte ich das Glas ja genutzt haben für diese schusssicheren Blöcke. Das habe ich dann erstmal gelassen, weil ich will noch einiges herstellen. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen Wasser. Das machen wir nochmal ganz gau. Ganz eben mal. Weil ich die nämlich auch brauche, um nachher zum Beispiel Kleber und sowas herzustellen. Na, das brauche ich auch so langsam und so weiter und so fort. Und deswegen ist das das lassen wir auch erstmal hier. Das brauchen wir erstmal mit. Benzin nehmen wir natürlich mit. Achso, und natürlich die Leitern lassen wir hier. Ja, und dann würde ich sagen, gondeln wir nochmal zum Krankenhaus. Da hatte ich mir ein Stück weit die Tiefgarage aufgeschlagen. Da haben die Blöcke ja so bummelig 7000, glaube ich. Also so ein Schadenswert von 7000. Und jetzt, achso, das muss ich euch auch noch zeigen. Ich kam ja nach der letzten Folge mit dem Bike hier an, hatte hier geparkt. Und ihr habt es schon gesehen, aber ich erzähl's trotzdem. Kam hier an, gefahren, schaute und sah da vorne ein Minibike. Ich dachte, hä? Ich sage, ich bin, nachdem ich gestorben hatte. Das Bike war ja noch mal zur Erinnerung. Das war ja beim Krankenhaus. Wir sind ja bis hierher gelaufen, hatten uns ein bisschen versorgt. Hatten uns das Minibike geschnappt, sind zum Krankenhaus gefahren. Ja, sind zum Krankenhaus gefahren. Haben das Minibike hier ins Bike gepackt und sind wieder hergefahren. Das heißt, eigentlich dürfte da gar kein Bike stehen. So, jetzt stehen da zwei. Und wir hatten nur ein Bike vorher. Wir haben zwei. Ja, ich habe noch nicht reingeguckt. Da dürfte eigentlich bei beiden nichts drin sein. Nee. Jetzt habe ich zwei Bikes. Zwei Bikes. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir höchstens vorstellen, entweder ist es tatsächlich ein Ladefehler oder dass ich das Bike vielleicht in das Bike gepackt habe und es irgendwie gedoppelt worden ist. Es kann natürlich auch sein, weil ich mich in der Zwischenzeit nicht ausgelockt habe, dass beim nächsten Mal einloggen das zweite Bike weg ist. Das kann natürlich auch passieren. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls habe ich ganz schön doof geguckt, als da das Bike lag. Ich dachte, ey, das hast du doch von mitgenommen. Da bist du doch mitgefahren. Hab da reingeguckt. Ich dachte, ja, da kann ja jetzt kein Minibike drin sein. War aber doch ein Minibike. Habe ich hier hingesetzt. Zwei Bikes. Ja, muss man nichts weiter zu sagen. Ist, glaube ich, alles gesagt an der Stelle. Achso, wir wollten uns Wasser holen. Oh, Mann, du ehrlich. Also manchmal überrascht dann dieses Spiel dann doch noch sehr. Man denkt, man hat alles gesehen und ja, nein. Nein. So, ein bisschen Wasser geholt. Das bringen wir nochmal alles wieder schnell rein. Dann fahren wir mal kurz rüber. Und ich habe mich übrigens entschieden. Ich hatte ja da die das schusssichere Glas reingepackt. Einmal die dünnen Scheiben und einmal dann halt die Blöcke. Und ich denke mal, ich werde einfach die Blöcke einmal ringsrum ziehen. Auch wenn die vielleicht teurer sein mögen. Das habe ich jetzt noch nicht kontrolliert. Aber das sieht einfach besser aus, glaube ich. Das sieht sonst so ramschig aus. Ich weiß nicht, das gefällt mir alles nicht. So. Zack. Sehr schön.
Also, das nehmen wir mit. Das brauchen wir mit Holz. Ja, weiß ich nicht. Holz lassen wir, glaube ich, auch nochmal hier. Das brauche ich nicht zwingend. Benzin brauchen, was zu essen, was zu trinken. Bolzen. Werkzeug lasse ich nur die Schaufel hier für den Fall der Fälle. Warum habe ich denn jetzt mir das Holz da wieder reingepackt? Okay. Egal. So, zack. Dann brauchen wir die einmal da. Und brauchen wir sonst noch was hier? Und ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Oder fahren wir mal gau los. Es kann natürlich sein, dass wir in 2 Stunden schon wieder umdrehen müssen. Weil dann doch die Horde kommt. Ich behaupte mal, dass die Horde heute kommen müsste. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm. Nicht mehr auf dem Schirm, wann die Horde kommt. Ich habe das mir nicht aufgeschrieben, geschweige denn gemerkt oder sonst irgendwie. Dass wir sind tatsächlich auf den Überraschungsmoment angewiesen. So. Mal da hinten nochmal lang. Wie ich müsste sowieso fahren. Ja. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen was gelootet in der Hoffnung, dass ich vielleicht. Ach, jetzt sehe ich das. Jetzt weiß ich, warum ich das Holz mit hatte. Ich wollte das Holz eigentlich nutzen für die Chemical Station. Ah. Okay, gut, sonst müssen wir uns dann vor Ort noch ein bisschen Holz schlagen. Das ist ja nicht so dramatisch. Wir kriegen ja, weil wir ja maximal geskillt sind, auch einiges an Holz raus. Also das sollte funktionieren. Dass wir dann doch nochmal ganz spontan Schwarzpulver craften können. Ich hatte gesehen, ich hatte noch von der vorletzten Folge, glaube ich, hatte ich noch Schwarzpulver sogar noch in der Workbench. Das habe ich gleich zu Shotgun Shells umgemünzt. Das heißt, wir haben über 100 Schuss Shotgun Shells. Ich denke mal, das sollte für die Horde erstmal reichen. Aber in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch nochmal hier ein bisschen was finden. Nach der Horde werde ich nochmal rumfahren. Alles so, was ich so auf der Karte sehe an Locations, die werde ich nochmal abfahren und gucken, ob wir da noch irgendwo die Chemical Station haben. Und ich habe noch einen Punkt investiert in der Nacht, weil ich in der Nacht auch einmal Level aufgestiegen bin. Das habe ich investiert, dass ich die Möglichkeit habe oder eine höhere Chance habe, Zombies den Kopf wegzuhauen. Ich werde nochmal mehr investieren, glaube ich, in Lootglück. Ja, das kann man ja wirklich. Ich glaube, das werde ich nochmal machen. Dass wir vielleicht auch mal einen Beaker finden, dass wir uns eine eigene Chemical Station bauen können. So. Mal gucken, was jetzt das Krankenhaus sagt. Wie gesagt, ich hatte da mir schon so einen kleinen Zugang geschlagen, dass wir unten ins Krankenhaus reinkommen. Nee, ich glaube, ich wollte da lang. Vielleicht haben wir da ja doch noch die Möglichkeit, ganz kurzfristig eine Chemical Station zu finden und dann vielleicht doch noch ein bisschen Schwarzpulver zu craften. Das muss man sehen. Das war auf der anderen Seite, glaube ich. Poppenpilz. Gut, hier ist nun konkret Poppenpilz drin. Oh, warte mal kurz. Ich schaue nochmal hier. Ich gau mal rein. Weil theoretisch. Guck mal, hier sind Minen. Oder müssen wir aufpassen? Sagt der und. Ja. Ich sollte sowas nicht sagen, da sind Minen. Weil dann springe ich dann nämlich automatisch rein irgendwie. Das ist so. So. Na. Ich glaube, ich hätte hier um die Ecke hatte ich es aufgeschlagen. Ich glaube hier. Ah ja, sehr gut. So, da haben sie aber noch nicht wirklich viel getan. Da hinten steht nämlich noch die Krankenschwester, die ich angefrackt hatte. Die hat sich aber wieder ein bisschen verpieselt. Ah, die kriegt. Warte mal. Patz. Weil die haben nämlich 7000 hier. Also die haben schon ganz gut. Und zum Glück war hier oben auch nur noch ein Betonblock noch zwischen. Das hatte ich gestern Abend noch gemacht. Oh. Na, wen haben wir denn da? Einen Feralen. Aua! Sag mal. Kann ja wohl nicht angehen. Ich glaube, ich spinne. So, du kannst mir mal ein bisschen helfen, Mutti. Da muss ich hier nämlich nicht alles kaputt schlagen.
Aber wie es so aussieht, bleibt es wieder mal an mir hängen, aber das ist ja klar. Ich bin ja nur der doofe Nordisch, ich bin ja nur der Let's Player, der sich hier wieder anstrengen muss. Ich bin mir nochmal vor, wollte sich halber nochmal Verband reinhauen. Huch. Paste? Paste. So, dann kloppen wir uns nämlich nochmal hier rein. Ich dachte mir, ich gucke hier einfach mal rein. Ich habe mich einfach mal gefragt, Mensch, vielleicht könnte ja auch hier... Vielleicht könnte ja auch hier die Chemical Station irgendwo im Keller stehen, obwohl das ist ja... Ja, Lagerbereich, wie es aussieht. Ich dachte, es wäre jetzt eine Parkgarage, aber wie man ja sieht, ist das dann eher Lagerbereich oder Zulieferung. Warte mal. Achso. Ich dachte, ich hätte ein paar mehr Zombies gehört. Oh, ne. Ach so, das ist auf jeden Fall aufgewertetes Beton. Alles klar. Das ist also hier das Stahl. Ja, okay, gut. Ich dachte, das wäre nur eine Verblendung, weil bei dem anderen Block war hier definitiv Verblendung vor. Aber na gut. Zum Glück haben wir ja schon eine relativ gute Pickaxe, dass wir die dann auch relativ schnell wegkloppen können, den ganzen Krempel hier. So, dann haben wir es auch gleich. Dann können wir da gleich mal reinluschern. Jetzt mal nochmal nach hinten gucken. Nicht, dass sie sich nachher wieder anschleichen. Das kennen wir ja schon von den Baggerluden. So, wunderbest. Vielleicht mal mit Zemmerle rein. Bolzen. Ach ja, stimmt. Ja, wir hatten die ja angefragt, richtig. Ist auch. Okay, mal schon zärtlich gucken hier. Da oben ist da oben noch ein Rucksack oder ist das einfach nur Beton? Das ist ein Beton. Ah, finde ich ja schon nicht schlecht, Blutabnahmegerät, weil wir haben ja auch die Möglichkeit, eventuell dann nochmal in die Verbandskästen zu bauen. Das ist auf jeden Fall die Wäscherei. Ich habe echt die Hoffnung... Die Hoffnung, dass wir hier irgendwo was finden. Sind da irgendwelche Zombies oben drauf? Da muss man ja echt immer vorsichtig sein, was das angeht. Ah, Munition. Munition ist gut. Mal kurz reingucken. So eine Bar anscheinend. Ist da noch was drin? Oh. Das ist eine Ferale. Ich habe natürlich keine Schusswaffe mitgenommen, ne? Weil ich so schlau bin. Ah, ich muss schon... Na, ich warte mal ab, bis es sich durchgeschlagen hat. Hallo? 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 Schade, dass ich sie nicht schon durch den Spalt hier erschlagen kann. Das finde ich super. Ui. Ups. So. So. So, ein bisschen zärtlich gucken. Mal nochmal aufs Dach nicht, aber die Zwischendecke mal gucken, weil da stehen sie auch manchmal ganz gerne drauf. Okay, das ist einfach nur eine Bar. Ich wollte eigentlich nur hier mal reingeguckt haben, es hätte ja sein können. Ach so, das war der zweite Zugang, habe ich noch gar nicht gesehen, dass hier noch ein zweiter Zugang ist. Okay, gut. Öl ist gut. Oh, moin. Hallo. Hallo. Da lohnt sich das ja richtig mal. Hallo Jungs und Mädels. Ja. Ich glaube, ich sollte mich mal in die Richtung verpieseln. Weil da kann ich nach da weg. Okay, alles klar. Ich glaube nicht, dass ich die gleich mal alles weggefrackt kriege hier mit meiner Armbrust.
Ja, schaffe ich schon. So oder so nicht. So, komm mal ran. Upsi. Auch kaputt. So, wo war jetzt hier noch die Tante mit meinem Bolzen? Also nicht, ja, also, ja, ihr wisst Bescheid. Der mit meinem normalen Armbrustbolzen. Also alles gut. Kühlschrank. War natürlich auch hier natürlich nix Richtung Chemical Station. Ich glaube, ich weiß nicht, also ich befürchte, die ist weiß der Geier wo. Und da werden wir vielleicht erst zum Schluss hinkommen, wer weiß das schon. Das sehe ich schon kommen, dass sie, weil sie irgendwo auf dem Dach steht oder was ich. Ja, so, da waren wir, okay. Hier kann natürlich auch überall was auf dem Dach liegen, also auf dem Zwischendeck liegen. Moin. Okay, es sind auch keine Runner. Und ohne Blut diesmal, was ist da denn los? Die war schon leer. Die war schon leer, die Tante. Hier stehen sie drin, ne? Hier stehen sie drin, die Bagalunen. Geschaltet, hallo? OWC? OWC, aber da sind auch unter Brunnen auf welche. Ach, da ist so eine Tasche drum. Das ist noch garantiert Ferale, oder? Diese Ferale? Hier oben war noch was. Können wir da so ein bisschen ran? Dann machen wir es so. Oh, eine Taschenlampe und ein bisschen was zum Anziehen. Moin. Ist keiner? Gut. Ah. So. Frage ist, ob hier irgendwas hinter ist. Glaube ja eher nicht, aber wir gucken nochmal. Bandage, schön und gut. Hallo? Na? Au! Upsi. Na, siehst du, so will ich das sehen. Da sind jetzt nämlich fünf. Nein, natürlich nicht. Fünf Bieger drin. Okay, das ist nix. Ich sag ja, wenn da Beaker sind oder irgendwelche Chemical Stations, dann irgendwo weiß der Geier, wo ganz weit oben oder irgendwo, wo man erstmal eine halbe Stunde. Wow! Erstmal eine halbe Stunde irgendwo längs laufen muss. Wechselt euch mal schön ab. Upsi. Mann. Oh. Mal wieder heilen hier. Ich muss wesentlich mehr Bandagen herstellen, weil ich dann ja auch immer so unbedarft da reingehe. Das ist der Flur. Müssen wir auch echt aufpassen.
Da können nämlich auch tonnenweise Zombies oben drauf stehen. Wenn die erstmal runterkommen, dann ist Geburtstag. So. Gut. Weiß ehrlich gesagt gar nicht mal so, wo ich gerade bin. Das ist der nächste Bereich auf jeden Fall. Hallo? Wir können mal hier vielleicht mal durch die Fenster. Vielleicht sehen wir hier mal, ob da irgendwo, ob wir uns da irgendwo durchprügeln können. Vielleicht sieht man ja durch Zufall irgendwas. Da ist eine Mutti. Aber ich sag ja, wahrscheinlich ist der Kram, was weiß ich was, wo. Wo waren wir jetzt? Ach, okay, das ist die andere Seite, gut. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass die Chemical Station irgendwo hier unten steht. Och, Mann. Upsi. So. Das ist alles gut. Noch im Außenbereich. War nicht hier mal ein Geier, oder was? Da ist so ein Geier, der da hockt, oder nicht? Ach so, natürlich. Oh, moin. Die hocken da und ich kann die nicht mehr abschießen. Nein! Hab mich schon wieder hingezielt, weißt du? Moin. Dann kann ich jetzt nicht die Waffe wechseln, oder das geht's wieder. Oh, schubsen sich gegenseitig um da vorne. Ich will Erster, ich will Erster sein, ich will Erster sein. So. So. Upsi. Doch komm. Der war doch drin. Locker war der drin. So, jetzt muss ich mich schon wieder heilen hier. Oh, Mann. Die Sache ja, aus dem Grunde brauche ich schon halt wesentlich mehr Bandagen als andere, weil ich immer reinlaufe. Was ich nur nicht verstehe, ist, warum ich... ich habe den Geier 100 Pro getroffen. 100 Pro. Wo ist das Miss 4 jetzt? Oder noch einer? Hallo? Nehmen wir zumindest seine Feder mit hier. Kann er nicht schaden. Was ist das andere Vieh? Der war doch hier oben noch. Eben gerade. Von nix. Oh, wir haben ja. Ich habe ja. Guck mal, ich habe ja gar nicht drauf geachtet. Siehst du? 42. Wir haben heute Horde. Ach, Mann. Habe ich dann wieder nicht drauf geachtet? Ich sag noch extra. Wir müssen mit 8 Uhr warten. Kann sein, dass ich gleich umdrehen muss. Und was macht er nordisch? Er guckt nicht und findet es dann doch aber noch. Zumindest raus. So, nochmal hier nochmal kurz reinduschern. Feral. Moin. Upsi. Nein, Mist. Und wieder darf ich mich heilen. Mann, ey. Gut, wir gucken hier nochmal ganz kurz rein. Hier muss ich echt aufpassen. Ach, guck mal, auf der Seite sind wir jetzt. Okay. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier... Dass jetzt hier so eine Chemical Station ist, ist es irgendwie so gleich null. Habe ich so das Gefühl. Kommt ein Pilz. Aber wir müssen hier oben irgendwie nochmal hin. Ja, okay, gut. Aber wir können jetzt eh nichts machen. Da kommen wir auch nirgendwo hin, ne? Nee. Ich fange jetzt gerade an zu lecken, wahrscheinlich wegen der ganzen Zombies.
So, hier war, glaube ich, der Zugang über den... Ja, genau. Okay. Gut, das zieht sich also noch ein bisschen. So, wir haben auf jeden Fall Hordentag oder Hordennacht. Was war ein Bike da? Das heißt, wir fahren jetzt mal eben nach Hause. Werden in der nächsten Folge uns noch ein bisschen vorbereiten, würde ich sagen. Dann machen wir noch eine Folge und dann dürfte in der Folge darauf dürfte dann eigentlich die Horde kommen. Sage ich jetzt mal. Gut, das würde ich auch mal sagen. Ich fahre eben mal spontan nach Hause, ob wir noch irgendwie was machen können. Vielleicht Spikes craften oder sonst irgendwas. Das kriegen wir schon alles hin. Dann beende ich an dieser Stelle erstmal die Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge eben logischerweise wieder. Wie gesagt, ein bisschen vorbereiten. In der übernächsten Folge dann die Horde, schätze ich mal. Und mal gucken, ob wir es überleben. Ja? Also, schönen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.